Hallo, in der heutigen Late Nerd Show geht es um das Kinderrollenspiel Monsterjagd, um die deutsche Ausgabe des skandinavischen Horrorrollenspiels Wesen und um einen neuen Donjon-Comic. Monsterjagd ist ein ursprünglich spanisches Rollenspiel, das sich an Kinder und vor allen Dingen auch kleine Kinder richtet. Nach erfolgreichem Crowdfunding ist Monsterjagd beim Uhrwerk Verlag erschienen, die Übersetzung eines spanischen Rollenspiels für Kinder ab 3 Jahren. Die Idee ist, dass Kinder gemeinsam mit einem Erwachsenen die Rollen von Agenten einer Behörde für Monsterjagd übernehmen. Diese spüren harmlose Monsterchen auf, die zum Beispiel Socken klauen, die Klobrille immer wieder hochklappen oder meine Tonkabel immer wieder verknoten. Die Ermittler laufen durchs Haus, suchen Spuren der Monster und fangen sie dann ein oder lösen ihre Probleme, damit sie aufhören, die Menschen zu nerven. Monsterjäger bringen dazu spezielle Geräte wie besondere Lampen oder Detektoren mit. Dieses fest vorgeschriebene Equipment wird zum Einsatz auf die mitspielenden Kinder verteilt. Aufgemacht ist das alles extrem knuddelig, das Layout ist toll und verspielt, zwischen den Textblöcken gibt es jede Menge kleine Gags zu entdecken. Die Texte richten sich natürlich an Eltern, für die eigentliche Zielgruppe ist das auf jeden Fall zu viel Text. Ein guter Teil des Buches wird von einem Monsterhandbuch belegt, in dem diverse Viecher mit ihren Vorlieben, Stärken und Schwächen beschrieben werden. Erfolgreiche Jäger werden mit Sternchenaufklebern belohnt, für die sie sich dann bessere Ausrüstung kaufen können. Aufkleber liegen dem Buch genauso bei wie Marker für die Monster, die man auf einem Spielplan verteilen kann. Oder gleich im Haus, sodass die Kinder sie wirklich suchen müssen. Denn Monsterjagd regt dazu an, sich quasi als simples Lab im Haus oder im Garten spielen zu lassen. Als Ergänzung zum Buch gibt es ein Set mit weiteren Aufklebern und 4 Alben bzw. Notizbüchern, in die die Kids ihre Abzeichen und Charakterbögen einkleben und ihre Erfahrungen und Aufzeichnungen eintragen können. Außerdem ein SL-Schirm, der schön aufbereitet alle Regeln enthält. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir haben Monsterjagd noch nicht mit Kindern getestet, denn wir haben halt keine hier. Aber wir glauben, dass diese Regeln jüngere Kinder überfordern könnten. Es wird mit 3W6 gewürfelt und je nach Situation muss das mittlere, höhere oder niedrige Ergebnis mit einer von der SL festgelegten Schwelle verglichen werden, um zu sehen, ob eine Sache klappt oder nicht. Dazu muss ständig noch ein Furchtwert neu errechnet werden, der von verschiedenen Faktoren abhängt und bestimmt, ob die Ermittler weglaufen oder ob das Monster gefangen werden kann. Das wirkt durchdacht, aber Uhrwerks anderes Kinderrollenspiel hat viel simplere und vor allem viel besser je nach Kindesalter skalierbare Regeln. So Nicht-Schurke haben wir bereits mit Kindern gespielt und es hat hervorragend funktioniert. Bei Monsterjagd würden wir eher dazu tendieren, die Regeln als Nebensache zu behandeln und das alles erzählerisch oder als Schnitzeljagd im Haus zu gestalten. Eine Wertung maßen wir uns nicht an, bis wir es mal testen konnten. Machen wir weiter mit Monsterjagd nur für Erwachsene. Wesen, ein märchenbeeinflusstes Horrorrollenspiel aus Skandinavien, haben wir schon gespielt bei uns auf dem Kanal und auch schon reingeschaut. Und das hier ist jetzt die deutsche Ausgabe. Die englische Version von Wesen haben wir vor über einem Jahr schon besprochen. Jetzt gibt es die deutsche Übersetzung beim Uhrwerk Verlag. Wesen, ein Rollenspiel der schwedischen Firma Free League, ist eine Art Mischung aus Cthulhu, Supernatural und skandinavischen Märchen. Im 19. Jahrhundert sind die SCs Teil einer Geheimgesellschaft, deren Ziel es ist, Folklore-Kreaturen zu erforschen und im Zweifel untätlich zu machen. Das Setting ist dabei recht eng gesteckt. Es ist klar vorgegeben, wie Abenteuer aufgebaut sein müssen und das gewünschte Flair kommt rüber, wenn die Stories einen bittersüßen Beigeschmack haben. Reisen und Ermitteln stehen im Vordergrund, Gespräche mit Dorfbewohnern, die an der Schwelle zu einem neuen, von der Industrialisierung getriebenen Zeitalter stehen, aber immer noch in alten Mythen verhaftet sind. Die Monster stehen für das alte Skandinavien, für die Natur und Naturgötter und sind nicht immer automatisch böse. Auch können sie nicht auf normalem Weg besiegt werden, sondern die Ermittler müssen ein Ritual abhalten, die Schwäche des Wesens finden oder einen Handel mit ihm eingehen, damit es Ruhe gibt. All das basiert auf schon vorhandenen Bildern des Künstlers Johann Egerkranz und wird mit einer weiteren Variante der Year Zero Engine bespielt, die bei Free League immer zum Einsatz kommt. Wer mehr wissen will, den verweisen wir auf unsere ursprüngliche Rezi. Es ist ein sehr atmosphärisches Rollenspiel und eine weniger bedrückende Cthulhu-Alternative, die Nihilismus gegen Romantik tauscht. Die deutsche Version bei Uhrwerk haben wir jetzt natürlich nicht nochmal komplett gelesen, sondern nur Stichproben für die Übersetzungsqualität gemacht und die ist okay bis gut. Die Texte lesen sich flüssig, hin und wieder ist die Grammatik aber etwas fragwürdig. Die Haptik der Originalversion haben wir sehr gelobt, Leineneinband und sehr hochwertiges mattes Papier wie aus einem alten Schulbuch. Den Einband hat Uhrwerk auch genauso gut hinbekommen, die Innenseiten sind leider aus ganz normalem, glatten Papier, sodass hier ein wenig die Erfahrung im Vergleich zum Original getrübt wird. Es bleibt aber dennoch bei 8 von 10 Punkten.
Zu guter Letzt haben wir in der Abteilung Comic einen Donjon-Band, der eine Fortsetzung der Hauptstory ist, aber nicht die Sequel-Geschichte. Es ist alles kompliziert. Wir müssen etwas weiter ausholen, fürchte ich. Grob geschätzt haben wir in den letzten 10 Jahren 40 Bände aus der Donjon-Reihe hier besprochen. Darum verweisen wir für die Erklärung, was es damit auf sich hat, auf ein Video, das in der Beschreibung verlinkt ist. Hoffentlich, falls ich es nicht vergesse. Ansonsten weist mich bitte darauf hin in den Kommentaren. Kurz, französische Enten-Fantasy mit schwarzem Humor, einem ungekannten Epikgrad und sehr weirden Regeln für die Magie der Welt, die oft als Plot-Treibstoff dienen. Eigentlich war die Donjon-Reihe abgeschlossen, beziehungsweise eigentlich wird sie das niemals sein, weil die Autoren die Nummerierung der Bände so angelegt haben, dass immer noch riesige Lücken klaffen, auch wenn die sich über 3 Generationen erstreckende Kernstory schon vor Jahren ein episches Finale gefunden hat. Seitdem werden immer noch neue Plotfäden aufgemacht, lose Enden verbunden und es startete jüngst eine Prequel- und eine Sequel-Reihe jeweils mit 1000 Jahren Abstand. Der Band Dämonentöter spielt jetzt direkt im Anschluss an das erwähnte große Finale der Kernstory. Es ist ehrlich gesagt noch nicht so richtig abzusehen, ob er dabei komplett eigenständig ist oder ob er Dinge etabliert, die künftig vielleicht im Sequel-Handlungsstrang noch einmal relevant werden. Vor allem wirkt er so, als hätten die Autoren Lust gehabt, nochmal zu einer ihrer Lieblingsfiguren zurückzukehren, Marvin, dem roten Barbarenhasen, der seine Pfoten bei der Rettung der Welt im Spiel hatte und jetzt ein bekannter Held ist. Marvin wird unentwegt angegriffen, und zwar von ganz normalen Leuten, die er dann gezwungen ist, brutal zu massakrieren. Damit ist dieser Band auch der 3. in Folge, in dem Kinder blutigst zu Tode kommen. Wir sind keine Fans von diesem neuen Trend, der offenbar nur der Provokation dient. Marvin kommt dahinter, dass ein Dämon ihn tot sehen will und dieser von den Leuten Besitz ergreift und dass die Sache viel mehr mit seinem Namensvetter zu tun hat, dem Drachisten Marvin, der heimlichen Hauptfigur der ganzen Reihe. Das alles ist gewohnt flott und amüsant erzählt und die endgültig scheinende Lösung des Problems wirkt so unspektakulär wie innerhalb der Weltenlogik konsequent. Fans dieser inzwischen kultigen Figuren müssen zuschlagen, ein wichtiger Comic der Reihe ist es aber nicht, glauben wir. 7,5 von 10 Punkten. Damit wären wir durch mit der heutigen Late Night Show. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen und im Abspann hier durchlaufen werden. Ihr seid alle großartig und super. Und mir wurde gesagt, dass es sehr hilfreich ist, wenn ich euch darauf hinweise, dass man uns abonnieren und dem Video ein Like geben oder einen Kommentar schreiben soll. Oder am besten beides, weil das dann dafür sorgt, dass Leute das häufiger machen. Und wer bin ich, dazu widersprechen, dass das ein funktionierender Effekt ist. Insofern schauen wir mal, ob es funktioniert. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Oder ihr beißt jetzt noch 35 Minuten die Arschbacken zusammen und wir versuchen es, aber... Ja. Ja. Sag uns, was wir machen sollen. Okay, wir beißen die Arschbacken zusammen. Halt, sagt man das nicht so? Nee. Nein, mit kleinen Zähnen. Oder wir beißen die Zähne. Aber es ist... Ja. Super Idee. Ja. Zieh dir deine Sachen wieder an. Ja, er zieht sich wieder an. Und ihr wollt euch einfach irgendwo in seiner Werkstatt verbergen. Ja. Ihr müsst ihm aber klar machen, dass er sich als Martok ausgeben muss. Das ist kein wichtig. Problem, sagt er. Mein Name ist Martok. Was für ein Zufall. Sehr guter Schauspieler.